Meine Lieben, das 1:0 für Monaco, das war ja mal wirklich mal sehr kurios, durch Pablo Daniel Osvaldo erzielt. Die Vorlage kam von Emmanuel Rivière, der eine 5 bekommt. Den hat man überhaupt nicht gesehen ansonsten. Komplett abgemeldet von unserer Verteidigung, die heute sehr ordentlich zusammen agiert hat. Mit Sire, mit Engelke und auch wieder mit Steffen Lang auf der rechten Seite. Mit einem ordentlichen Joshua Kimmich in der Mitte. Der hat das gemacht, was er soll, nämlich den Staubsauger machen. Also, das ist definitiv ein Luxusproblem, was wir da haben auf der 6er-Position. Mit Kimmich, mit Geis, mit Abstrichen, mit Pirmin Schwegler, der auch da noch spielen kann. Also da müssen wir, glaube ich, nicht bange haben vor der Zukunft, die da kommen wird. Also jeder wird ja Einsätze bekommen. Das muss auch einfach sein. Man sieht es jetzt ja immer deutlicher. Ne? Wir haben ein Programm, wir haben ein Pensum, was wir ja abgehen, was wir abliefern müssen. Da kann man eben dann auch mal mit einem Luka Waldschmidt mit dem Sturm anfangen. Und das hat sich absolut ausgezahlt. Mit einer Note 2, mit 2 Buden, einmal vorgelegt von Islam Feroz, das andere Mal vom eingewechselten Timo Werner, der auch das Linksaußen sehr gut beherrscht. Also da kann man nicht meckern. Yusuf Paulsen hat noch den Pfosten getroffen und hätte auch sein Tor noch verdient gehabt. Also den darf man auch nicht abschreiben. Wenn es eben schon nicht auf der rechten Seite momentan klappt, dann vielleicht auch für den Sturm eine Möglichkeit, den einzusetzen. Wenn wir den dann wieder rotieren müssen, weil wir alle müde sind. Und das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Jetzt haben wir Minimum 2 Spiele mehr, die wir absolvieren müssen, nämlich im Achtelfinale der Europa League. Und das wird gleich ausgelost. Bester Mann für Monaco, James Rodriguez. Das weiß ich nicht, das war heute wieder so ein bisschen merkwürdig. Am Anfang habe ich gedacht, es geht wieder nur über rechts, auch das Tor, das war ja wieder über Renichs Seite. Aber Rodriguez hat sich im Spiel dann doch gefangen, aber selbst ein Spieler reicht dann eben nicht, um die Mannschaft mitzuziehen, die hinten auch nicht gut stand. Also so oft wie wir da Chancen auch hatten. Und dann mit dem Abseits, das hat zwar teilweise funktioniert, aber zweimal Minimum eben nicht. Das dritte Mal war bei Paulsens Pfostenschuss. Ja, fairerweise müssen wir natürlich auch erwähnen, wie eben schon angekündigt, dass Monaco hier in Führung gehen könnte, wenn sie den Kopfball nach dem Freischuss eben nicht an die Latte, sondern in die Maschen köpfen. Ist aber nicht passiert. Coltorti mit einer 3,5 hat es, glaube ich, ganz gut gemacht heute. Obwohl er nicht viel halten musste. Aber ich denke mal, seine Sicherheit ist einfach dann auch die Erfahrung, die er ausstrahlt da hinten. Wenn er eine gute Form hat, natürlich umso besser. Dominik Jordan hat keine Note mehr bekommen, genauso wenig wie Paulsen. Das ist aber nicht schlimm. Wir kommen weiter, das haben wir erfüllt, Gott sei Dank. Und auch die Konzentration in der zweiten Halbzeit aufrechterhalten. Sogar noch dann das Spiel gewonnen, nach diesem Halbzeitunentschieden. Da haben wir die Statistik und es ist nicht unverdient. Nicht unverdient. 1800 knapp aus Leipzig hier mit an die Côte d'Azur nach Monaco gefahren. Da kann man richtig schön Urlaub machen. Ich war da ja selber schon. Damals mit meinen Eltern mit dem Wohnmobil. Das ist schon 500.000 Jahre her. Ich glaube 1993 war das als kleines Kind. Damals, als es euch wahrscheinlich noch gar nicht gab oder in Vielzahl von euch. Das ist richtig schön. Vor allem, wenn du halt wirklich Motorsport begeistert bist und genau weißt, wenn du durch die Stadt läufst, da fahren normalerweise natürlich mit ein paar mehr Leitplanken dann die Formel 1 Autos her. Na, teilweise die Curbs, die lassen sie dran, also die werden nicht weggemacht, diese Randsteine, diese rot-weißen, vom Tunnel zum Beispiel, die werden nicht abgebaut. Also die bleiben permanent da, auch wenn das normale öffentliche Leben in Monaco grasiert. Das ist schon echt schön zu sehen, kann ich euch nur empfehlen, wer mal in Frankreich ist. Die Côte d'Azur ist echt klasse, da unten auch mit Nizza. Kann man sich sehr schön angucken, mit dem Strand. Sehr, sehr gerne. So, da haben wir die Ergebnisse. Neapel, klare Geschichte, 7:0 am Ende durchgesetzt, 5:0 da bei Liverpool gegen Luzern. Also die Schweizer leider Gottes da keine Chance gehabt, aber es war ja zu erwarten gewesen. Juve gewinnt auch das Rückspiel gegen Marseille zu Hause. Llorente und Giorgio Chiellini, Doppelschlag in der 49. und 50. Rom hat sich ein bisschen schwer getan im Rückspiel gegen Moskau, aber wer will es ihnen verdenken, die haben ja das Hinspiel schon 5:1 gewonnen, das war auch eine klare Geschichte. Also ihr merkt schon, die Gegner, ne, die werden nicht leichter, weil hier setzen sich momentan alle Favoriten durch in den Partien. Auch hier bei Standard Lüttich gegen den FC Sevilla, 4:0, die Spanier zu Hause gegen die Belgier. Unser Spiel haben wir gesehen, Arsenal, ja, Kießling mit 4 Toren. Also Stefan Kießling hat alleine PAS Giannina aus Griechenland weggeschossen. Interessant, können wir auch drauf treffen eventuell. Piraeus schmeißt Salzburg raus und leider Gottes konnten die gar kein Tor machen. Im Hinspiel ja schon 1:0 verloren und ja, nicht gut ausgegangen das Ganze. Basel gewinnt gegen Lyon, also das ist die erste Überraschung, wenn man das so netten kann. Aber mein Basel ist teilweise auch nicht zu unterschätzen. In der Champions League
Manchester United damals besiegt mit Thorsten Fink an der Seitenlinie und dann auch Europa League Halbfinale in der Folgesaison, glaube ich, war das auch. Da haben wir Nizza eben drüber gesprochen, Côte d'Azur. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, keinen Stich gemacht gegen Mateo Kovacic, kennen wir auch noch von, ich glaube, Hamburg damals. Oder wo hatten, nee, in Nürnberg hatten wir den. Bin ich ganz sicher. Aber die hatten wir auch mal trainiert. Hat sich da nicht so gut entwickelt, aber ich glaube, für Inter ist es wirklich ein richtig guter Spieler mittlerweile. 8:0 in der Addition, das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Bremen, ein bisschen knapper letztendlich, 3:0. Aber auch Arnhem hier kein Tor voll gegönnt. 2:0 im Rückspiel des Petersen-Tor haben wir ja noch gesehen. Man City ist auch ganz klar weiter gegen Saint-Étienne. Dortmund locker gegen Genk, haben wir auch schon mitbekommen. 4:0 am Ende auch. Donetsk gegen Galatasaray, aber teilweise ja erstaunlich klar das Ding hier. Also vor allen Dingen hier in der Türkei dann das Ding 2:0 zu gewinnen, hier vor 63.000 Zuschauern, Hexenkessel ohne Ende. Ajax hat Glück gehabt gegen Austria Wien, Philipp Hosina hat das Tor geschossen, was zwischenzeitlich zur Führung gereicht hat für Wien und da wären sie weiter gewesen. Und Igor Vetokele hat es dann vermasselt für die Österreicher. Gladbach kommt weiter aufgrund des Heimsieges, also keine Tore in Moskau. Das ist schön, alle vier deutschen Mannschaften weiter. Also wir haben eine ganz gute Chance, glaube ich, dass wir einen von denen treffen, aber es will natürlich keiner. Am liebsten hätten wir natürlich ein Halbfinale zwischen vier deutschen Mannschaften. Aber naja, das ist, glaube ich, mehr Traum als sonst irgendwas. Aber wir werden es gleich wissen, gegen wen wir spielen, gegen wen die anderen Mannschaften kommen. Chef wird man hier nicht durch Erzählen oder sonst was, allein die Leistung auf dem Platz ist entscheidend. Und solche Aussagen von Thorsten Matuschka, die zeigen das dann einfach. Ne? Das ist scheißegal, wie alt er ist, ob der 35 ist, 36 ist. Also der hat sich heute wieder im Mittelfeld reingeschmissen, wie ein Wahnsinniger. Und das war schon wirklich schön zu sehen. Und ja, Osvaldo wusste nicht, was er machen soll nach dem Tor, mit peinlichen Gesten rumgerannt. Nach dem Tor hätte ich das auch nicht gewusst. Also das war ja echt peinlich. Schießt er in den Pfosten, steht da rum, ne? Ball liegt zwischen seinen Füßen und gefühlte 5 Sekunden später schießt er den dann doch mal rein. Das 3D-Spiel im Manager, das ist immer wieder schön anzusehen. So, das hier können wir, glaube ich, mal schenken. Nur mal kurz durchgucken, ob keine Verletzten von uns hier irgendwie auftauchen, von denen ich nichts weiß. Nee, alles bestens. Duell Afdichai gegen James Rodriguez, das hat unser Mann, glaube ich, ganz gut gemacht. 15 von 16 Pässen sind angekommen, Note 3 für einen, der 19 ist. In so einer Partie, da kann man, glaube ich, echt nicht mehr wollen. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, wir lassen das ganze Ding so durchlaufen. Die Auslosung, Achtelfinale. So, guckt euch die ganzen Jungs an. Ich glaube, das sieht so aus, dass wir in dem Topf sind und wir können auf die treffen, die da auf der Seite aufgetaucht sind. Das würde eben bedeuten, dass wir theoretisch hier auf alle drei deutschen Mannschaften treffen könnten. Da ist die Chance dann schon groß, ne? Das ist dann, ja, das sind 8 Mannschaften, 3 sind Deutsche. Das ist dann irgendwo ja ein bisschen mehr, also ungefähr 40%ige Chance, dass wir wirklich eine deutsche Mannschaft erwischen. Aber mal gucken, ob ich kein Blech erzähle. Aber ich glaube, das ist so. Neapel, wir haben mal ein schönes Reiseziel. Aber es ist natürlich klar, dass es schwer werden würde. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also, wir können hier jeden bekommen. Das ist dann positiv. FC Liverpool an die Anfield Road. Hätte ich auch nichts gegen. Ich dachte jetzt FC Sevilla. Nee, Inter Mailand hat es losgezogen. Jetzt Juve im Juventus Stadium, steigt da wahrscheinlich zuerst das Hinspiel. Da ist der Gegner Werder Bremen, also eine deutsche Mannschaft Gott sei Dank schon mal raus. Der AS Rom, nächster Gegner. Fände ich auch nicht schlecht. Die ewige Stadt, die mal zu beobachten. Manchester City, der nächste Kracher, der weg ist. Das läuft nicht schlecht bis jetzt. Jetzt ist aber FC Sevilla gezogen worden, wo ich eben schon dachte. Dortmund, wir können nur noch Gladbach bekommen. Also die Chance wird kleiner. Wir haben ein Heimspiel zuerst, also müssen dann wieder auswärts in der zweiten Partie ran gegen Schachtja Donetsk. Haben wir ein Glück. Obwohl, ne? Obwohl, da kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Die haben Galatasaray rausgeschmissen und das sowas von. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ajax gegen den FC Arsenal und damit Gladbach zuerst auswärts in Piräus. Ne, das ist in Ordnung. Also ich finde es besser als wenn wir jetzt hier gegen Gladbach hätten spielen müssen, gegen Bremen. Da kann man schon wirklich nicht maulen. Das Einzige, was halt schön gewesen wäre, zuerst auswärts zu spielen und dann das Heimspiel. Aber wir können das Positive rausziehen, wir haben es jetzt ja auch so geschafft. Und Real Madrid hat es auch so geschafft gegen die Bayern. Erst zu Hause vorgelegt und dann, ja, zugegebenermaßen nicht erwartet einen 4:0 dann in München in der Allianz Arena geholt.
Schauen wir mal. Wird ein tolles Los, tolle Spiele. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und jetzt aber erstmal natürlich ganz wichtig, dass wir in der Bundesliga nicht wieder in diesen Kreisel kommen, ne? Dass man da Spiele verliert. Die Gegner werden nicht leichter. Dortmund gegen Bayern, das glaube ich dann jetzt, müsste doch eigentlich an diesem Spieltag passieren. Sonst wird es ja keinen Sinn machen, wenn es hier steht. Mats Möller-Daly. Einsatzprämie. Hat er endlich mal gespielt, die arme Sau. Oh Gott, nee. Haben die den runtergewirtschaftet, aber er spielt zumindest mal. Und er trifft vor allen Dingen auch. Der trifft zumindest auch mal. Ja, ich glaube, das bringt nichts, jetzt so einen ranzuholen. Als Linksaußen. Ich meine, mit Brandt haben wir dasselbe. Dasselbe in Grün. Mit Brandt. Bringt gar nichts. So, und jetzt gegen Gladbach. Ja, das wird das Duell der beiden Top-Torjäger. Timo Werner gegen Luc de Jong. Und gegen den tun wir uns immer schwer, weil der kann eben wirklich beides. Ne? Der ist in der Lufthoheit wirklich ein Tier. Der kann aber auch wirklich mit dem Fuß. Also da wird sich unsere Abwehr wirklich strecken müssen, um da Saisontor 19 und folgende zu vermeiden. Ja, tatsächlich, 23. Spieltag. Dortmund hat das Heimspiel, der amtierende Meister, gegen die Bayern mit Mandzukic, der bereits 16 Mal getroffen hat. Und dann haben wir auch noch das Spiel Schalke gegen Hamburg. Ja, da sind alle Top-Torjäger vorhanden. Mandzukic in diesem Topspiel, Werner und De Jong im zweiten und dann Salah mit seinen 15 Toren im dritten Spiel. Ja, Leverkusen in Düsseldorf, Wolfsburg haben wir hier in Berlin. Und wer war denn noch in unserer Nähe? Weiß ich gar nicht mehr. Ist auch eigentlich wurscht. Also Ingolstadt kann es jetzt wirklich mit einem zweiten Sieg in Folge hier krachen lassen. Dann hätten sie mal richtig was getan für oder gegen den Abstiegskampf. Aber naja. Naja, diese Konstanz ist als ganz wichtig. Und vor allen Dingen solche Phasen, die bekommst du ja nicht oft als Aufsteiger. Ich meine, wer hätte das ernsthaft gedacht, dass die da nach Leverkusen fahren und ein 4:1, gutes Ergebnis kann man sich vorstellen, aber hätte wohl eher andersrum geglaubt, ein 4:1 für Leverkusen. Und jetzt eben zu Hause gegen Hannover. Hannover ist keine Mannschaft, die momentan denen die Sonne aus dem Hintern scheint. 31 Punkte haben die, stehen so im Mittelfeld. Und hier Ingolstadt mit 21, da ist denn der 19. Tabellenplatz 16, 19 Punkte. Das sind zwei Unterschiede, es könnte mehr werden. Ne? Wenn Düsseldorf heute verliert, die haben ja auch ein schweres Spiel vor der Nase. Auf jeden Fall darf man da gespannt sein. Ja, von der Form her haben die Jungs das einigermaßen gut genutzt. Wir haben eine 15er von Waldschmidt. Soll ich den laufen lassen? Zu Beginn. Oder soll ich mit Werner anfangen und dann die Waffe reinschmeißen, wenn es gewünscht ist? Könnte man auch so machen. Weil ich will den jetzt nicht verheizen. Ich will jetzt die Form da nicht ruinieren. Also, das wäre ganz wichtig. Geis. Nehme ich mal für Schwegler wieder mit. Kempf für Sama. Ja, Sama ist einfach momentan der Schwächste, ne? Von der Stärke her, da nützt selbst die Form nichts, da ist der Kempf auch 2 Punkte besser. Ja, sonst stellt sich die Frage nicht, ne? Soriano hängt momentan in der Luft, ist aber auch klar, ne? Mit einer Stürmposition, die wir nur vergeben und mit zwei absoluten Top-Stürmern, einer, der sowieso gesetzt ist aufgrund seiner Stärke, seiner Tore, die er erzielt hat und dann einen, der genau gleich alt ist und auch momentan von der Stärke über Soriano agiert und auch von der Form natürlich da das Momentum hat. So, der Lang bekommt eine Prämie von mir aus. Kann er gerne haben, 15 Wochen, das wird nicht weniger hier, ne? Das wird nicht weniger. Den haben wir fast schon vergessen, den armen Björn. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er wiederkommen wird und wir werden ihm auch die Chance geben dazu. Super, also auf dem Moral hat es geklappt mit diesem Spiel. Kessler hat verlängert. Also das heißt, wir können auf jeden Fall auf ihn auch zählen. Wenn es hoffentlich klappen sollte mit dem Aufstieg in die dritte Liga, weil da brauchst du schon so einen Torwart. Dann ist es vielleicht am Anfang ein bisschen zu früh, dann Nachwuchs reinzustellen. Wenn das natürlich also kommen sollte, dass wir nicht aufsteigen, dann könnte ich mir das überlegen, dass man dann vielleicht sagt, mit Kessler 2017, wir könnten die Option dann ziehen, dass wir den vielleicht mal ausleiht. Dass er dann in der zweiten Liga wirklich Stamm spielt. Das könnte er schon mit einer knappen 70 hier. Das glaube ich dann schon, dass es passen müsste. Neuer Fanartikel, was haben wir denn da? Wir haben die Wollmütze. Brauchen wir die jetzt noch? Februar, ja doch. Ja, theoretisch könnten wir die einfügen.
Letzte Woche schlecht verkauft worden, die Badeente. Mauspad. Gewinn, 40 Euro. Raus mit dem Ding. Die Jungs, die sollen draußen Fußball spielen. Die sollen nicht immer vom Computer hängen. Was ist denn für ein Leben? Guckt mich an. Wo hat es mich hingebracht? Na, Spaß natürlich. Bin froh, dass ich das hier machen kann. Und ich wirklich so eine geniale Gemeinde habe, die das immer wieder anguckt. Also an der Stelle möchte ich meinen ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Muss einfach mal sein. Bittencourt bis 2019. Wo spielt der? Kayserispor. Achso, ja. Das ist immer noch so verwirrend, ihn im Dortmund-Trikot zu sehen, weil er jetzt eigentlich schon so richtig verankert scheint in Hannover, da wirklich Stammspieler ist. Alex Rau. Trainingsziele 2, der macht Torriecher. Hängende Spitze 15. Ja, der kann ja, also Stürmer ist ja hundertprozentig, ne? Deswegen passt es schon. Das hat mir irgendjemand geschrieben, dass es wirklich dann Sinn macht, wenn man unten in den Jugenden schon früh anfängt, wie ich die Leute auf Torriecher zu trainieren. Selbst wenn die am Ende dann die Stärke nicht haben für die zweite Mannschaft, dass einfach der Torriecher da wahnsinnig viel wegmacht. Und das macht auch irgendwo Sinn. Euskirchener TSC hat Interesse an mir. Das schmeichelt mir ja. Aber ich glaube, ich werde nicht Europa League gegen Regionalliga Südwest eintauschen. Platz 18. Was? Nee. Also, ich mach mal gerade einen Screenshot davon. Also das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich definitiv noch nie gesehen. 24 Spiele haben die gemacht in der Südwest. Die haben 5 Tore geschossen, 83 kassiert, 0 Punkte. 24 Partien, 24 Mal auf die Fresse bekommen. Ja, weiß natürlich nicht, wie der Kader aussieht. Wenn die nicht spielen, immer 3-0 verlieren, dann wird's Sinn. Aber die haben eine Mannschaft. Die spielen. Boah, ist das furchtbar. Stell dir mal vor, du bist Trainer in so einer Mannschaft. Spieler ist natürlich auch schlimm. Aber ist das bitter? Ist das bitter? Du machst 24 Spiele und du hast noch nicht mal irgendwo die Genugtuung bekommen, dass du zumindest mal einen Punkt gewinnst. Immerhin haben sie 5 Tore geschossen. Ich will nicht wissen, welche Mannschaften die zugelassen haben. Also bei so einer Harmlosigkeit. Um Gottes Willen. Was eine Mannschaft. ETSC aus Euskirchen. Dass die kein Auto fahren können, das habe ich schon mal öfters gehört. Dass man da echt aufpassen muss, Euskirchen hier so, Bergheim da hinten. Die BM-Nummernschilder habe ich gehört. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Aber dass die so schlecht Fußball spielen, das habe ich auch nicht erwartet. Ganz und gar nicht. So, 2 Spiele habe ich. Jesse Rodriguez, glaube ich, dass er so heißt. Ja, wir werden hier mit dem Cressé angeschrieben, da ist es, ja. Ja, das ist ein ganz netter Spieler, Jungs, ne? Aber das ist doch kein Kaliber für uns. 29,8 Millionen Marktwert. Also von der Philosophie her, vom Alter würde er passen. Aber nie im Leben werde ich so viel Geld für einen Spieler ausgeben. Niemals. Ne? Da habe ich doch viel mehr Genugtuung, wenn ich das aus der eigenen Jugend ziehe. Oder man kann ja auch junge Spieler kaufen. Geist, 6 Millionen, das geht mir noch ein. Aber nicht so viel. Aber ist schon geil, wie der sich entwickelt hat. Das muss man auch sagen. Der spielt, glaube ich, Stamm bei denen. Aber Note ist nicht so pralle, ne? Note ist nicht so pralle. Ola John. Für mich so ein bisschen... Ja, die personifizierte Hamburger Schwäche. Ja, weil... Er wurde ja auch geholt, um viel zu bewegen. Gut, es war klar, dass es nicht funktionieren kann. Das war einfach nur so ein Panikkauf, ne, auf die Verletzung von Beister und so weiter. Aber da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, weil er hat ja damals auch angekündigt, dass er sich zerreißen wird, weil er einfach bei Benfica zeigen will, dass er zu Unrecht so wenig gespielt hat. Und Benfica wird sagen, ja, siehste, ne? Siehste, wir hatten recht. Gar nichts gezeigt, null. Links außen, linkes Mittelfeld, muss ich jetzt nicht unbedingt scouten, ne? Das sehe ich schon, dass das nichts wird. Spielt auch nicht. Spielt nicht. Hier, Toulouse. Da hat er zumindest 29 Spiele gemacht. Der hockt jetzt seit ein, dreiviertel Jahren nur rum. Noch nicht mal in der zweiten Mannschaft irgendwie eingesetzt worden. Klar, Portugal hat keine zweite Mannschaftsliga. Oder sonst irgendwas, aber das kannst du echt knicken. Das ist dann halt so manchmal, Fußballmanager, ne? Spieler, die nicht drankommen, die entwickeln sich nicht. Das wäre mit Sicherheit bei Timo Werner auch nicht anders gewesen. Dann wäre der bei Stuttgart geblieben. Und dann hätten die den in der ersten verschimmeln lassen, anstatt ihn auszuleihen oder sonst irgendwas zu machen. Man kann da x Beispiele nennen, die sich einfach nicht entwickeln oder nicht entwickelt haben in bestimmten Fällen, wenn man eben sie nicht einsetzt und in anderen Fällen eben durch die Decke gehen.
Aber so ist es eben. Das Leben ist kein Ponyhof. Es ist Profifußball, man muss sich dann teilweise da reinwuchten. Und wer das nicht macht, und wer da natürlich dann auch das Pech hat, nicht von der Mannschaft und vor allen Dingen auch vom Vorstand, vom Verein unterstützt zu werden, denn erstmal ganz schnell ist der mal in irgendeinem Loch. Und da wieder selber rauszukommen, ohne Selbstvertrauen, ohne den Glauben an sonst irgendwas, ne? Schwierig. Ja, ich würde mich wahrscheinlich dann immer trösten, wenn ich auf meinen Kontoauszug gucken würde jeden Monat, aber es sagt sich halt immer so leicht. Ein Sportler hat natürlich auch irgendwo Ansprüche, Ansprüche an sich selbst, und ich kann mir das vorstellen, dass es wahnsinnige Genugtuung ist, einfach so eine Atmosphäre mal mit zu erleben. Das Maloney, der kann da mit Sicherheit irgendwas zu sagen. Der war ja früher Profifußballer teilweise, der ja das Let's Play mit Hansa Rostock jetzt hier macht, ihr kennt ihn bestimmt. Aber das muss mit Sicherheit geil sein, jetzt auch so Bayern München gegen Real Madrid, dafür Bayern unten auf dem Platz zu stehen, da vor 60.000 plus 70.000. Thomas Müller, Mario Götze in dem Alter, dann, ich glaube, das ist wirklich schon nicht schlecht, würde ich auch gerne mal machen. Und wenn du dann eben nicht spielst und vor allen Dingen, ja, da tröstet einen vielleicht dann auch wirklich das Konto nicht mehr. Das sagt sich jetzt bestimmt so leicht, wenn man so außenstehend ist und keine Ahnung von gar nichts hat. So, natürlich müssen wir irgendwas jetzt hier machen. Luc de Jong, Torriecher 88, aber der Mlapa nervt eben auch immer rum, das ist das Problem. Du deckst einen weg und der andere kommt und lacht und bedankt sich. Doppel-6. Hinten mit Kirchhoff, Felipe Santana, nicht unbedingt die langsamsten, unbeweglichsten Innenverteidiger. Und Andujar, der war doch mal verletzt, glaube ich, ne, wo wir... Oder war... Nee, das war noch jemand anders. Da hat sich doch mal einer so schwer verletzt, ein Torwart von Gladbach. Das war, glaube ich, nicht er hier. Das war, glaube ich, ein Brasilianer. Ja, gefährlich, gefährlich. Auch die Außen, Hermann, Kruse. Ja, toll. Jetzt sitzt du hier und hast keine Ahnung. Soll ich das jetzt machen, soll ich es lassen? Ich glaube, wir fahren mal wieder ganz gut mit der Siegprämie hier. Alles natürlich ein bisschen gediegener als europäisch, klar. Die sollen ja auch schon selber noch ein bisschen was machen. Aber wir spielen zu Hause. Ne, 50% muss schon sein. 55, nee, ist mir zu heiß. Also dann, die 50 muss sein, aber nicht mehr. Zumindest jetzt nicht. Abstöße lang. Ich lasse es mal drin, da haben wir ja gesehen, dass es uns gut zu Gesicht gestanden hat. Mit Jonas Klein. Nee, ich lasse es mal weg. Ich mache mal keine Manndeckung. Und jetzt ist die Frage, lasse ich Coltorti stehen oder versuche ich den Jonas wieder aufzupäppeln? Ich glaube, ich gebe ihm die Möglichkeit. Ich muss ja auch irgendwo dran glauben. Ich bin ja keiner, der hier Leute fallen lässt. Das hätte ich dann schon längst machen können. Mit einem Engelke, ne, der 2 Punkte Abwertung bekommt. Mit einem Sirre, der gelb-rot kassiert durch Meckern und Handspielen. Und alle solche Sachen. Das hat, glaube ich, jeder Spieler schon in diesem Let's Play irgendwo mal Käse fabriziert. Aber das hat mich halt ebenso geärgert. Dass der da das Spiel so entscheidet, ne, mit dem Fehler. Passiert eben. Wir haken das ab. Und freuen uns jetzt, dass wir in der Europa League weiter sind. Und noch mehr freuen wir uns, dass wir diese Mannschaft trainieren dürfen, dass es super geklappt hat. Und wir haben noch einiges vor. Und dann, ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir machen jetzt Textmodus, 2x gegen Gladbach, gegen Bremen auch. Und dann kommt ja schon wieder Europa League. Dann das Achtelfinal-Hinspiel gegen Donetsk. Bis gleich dann.